Moin Moin und herzlich willkommen zum Video Feuerleitung in der Batterie. Feuerleitung wird heute digital durch die bordeigene Rechneranlage des Waffensystems durchgeführt. In den Zeiten vor der Digitalisierung erfolgte die Feuerleitung für eine Batterie in der Regel 6 Geschütze durch die Batteriefeuerleitstelle. Die Geschütze standen häufig in einer geschlossenen Feuerstellung, was bedeutete, dass die 6 Geschütze im Abstand von 50 bis 80 Metern gestaffelt nebeneinander standen. Eines der mittleren Geschütze war in der Regel das Grundgeschütz. Der Standort dieses Geschützes war in der Lage und Höhe genau vermessen. Welche Arbeiten in der Batteriefeuerleitstelle durchgeführt werden mussten, möchte ich mit dem folgenden Beispiel verdeutlichen. Nach dem Beziehen der Feuerstellung bereitete die Feuerleitstelle ihre Schießkarte vor. Wenn die Geschütze eingerichtet und festgelegt waren, verfügte auch die Feuerleitstelle über die Koordinaten und die Höhe des Grundgeschützes und die Grundrichtung der Batterie. Auf der Schießkarte wurde nun der Standort des Grundgeschützes markiert. Hierauf wurde ein Kartenwinkelmesser mit dem artilleristischen Vollkreis befestigt. Anschließend erfolgte das Einzeichnen der Grundrichtung und der Grenzen des rechten und linken Schwenkbereichs. Dieser Eintrag war notwendig, weil Geschütze in der Vergangenheit einen technisch begrenzten Schwenkbereich hatten. Lag ein Ziel außerhalb des Schwenkbereichs, konnte die Batterie das Ziel zunächst nicht bekämpfen. Erst nach einer aufwendigen Grundrichtungsänderung wäre ein Bekämpfen möglich gewesen. Der vorgeschobene Beobachter der Batterie meldete ein Ziel mit Planzeiger und Zielhöhe. Die Feuerleitstelle kennzeichnete das Ziel auf der Karte und erhielt durch Ablesen den Grundwert für den Teilring, also das Richten in der Seite. Zugleich konnte die Entfernung zwischen Grundgeschütz und Ziel abgelesen werden. Nunmehr begann die Rechenarbeit unter Zuhilfenahme von Formularen und unter anderem der Schusstafel. Die Schusstafel enthielt Tabellen, die alle Erhöhungen für alle Schussentfernungen in Abhängigkeit von den Munitionsarten aufführten. Diese Werte wurden vom Waffenhersteller durch praktisches Schießen und anschließende Interpolation für alle Schussentfernungen ermittelt. Die nunmehr ermittelten Werte Teilring und Erhöhung mussten in der Feuerleitung um die innen- und außenballistischen Einflüsse korrigiert werden. Die Basisdaten zur Berücksichtigung der innenballistischen Einflüsse lieferte der Batterieoffizier. Dabei handelte es sich um die Anfangsgeschwindigkeit, also die V0 des Geschützes, die Pulvertemperatur und die Geschossgewichtsklasse. Ergänzend meldete der Batterieoffizier den Bestand der in der Feuerstellung verfügbaren Munition. Die Basisdaten zur Berücksichtigung der außenballistischen Einflüsse lieferte die Wetter- oder Barbara-Meldung der Wettergruppe des Artillerieregiments. Dabei handelte es sich um Daten über den Luftdruck, die Luftdichte, die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Windstärke und Richtung. Nun begann die Rechenarbeit mit den Formularen. Mit dem Libellenrechenzettel wurde die Höhenabweichung von Feuerstellung und Ziel berücksichtigt. Mit dem Rechenzettel für VE, Velocity Error und Entfernungskoeffizient wurde die Geschwindigkeitsabweichung des Geschosses berechnet. Mit dem Rechenzettel BWE, besondere und Witterungseinflüsse, wurden die Daten der Wettermeldung eingerechnet. Mit dem Rechenzettel für die Richtungswinkel und Entfernung wurden die errechneten Abweichungen zusammengeführt und es erfolgte die endgültige Berechnung von Teilring und der Erhöhung. Mit dem Rechenzettel für Kommandobildung erfolgte die Dokumentation für jedes Feuerkommando und die Munitionsbuchführung. Im Ergebnis lagen die verbesserten Werte für Teilring und Rohrerhöhung vor. Diese Informationen, ergänzt durch den Munitionseinsatz und die Feuerart, fanden Eingang in das mündlich per Feldfernsprecher gegebene Feuerkommando an die Geschütze. Nachdem die Geschütze zum Beispiel ihre Feuerbereitschaft gemeldet hatten, erfolgte auf Befehl der Feuerleitstelle das Feuer. Anschließend meldete der vorgeschobene Beobachter die Wirkung des Feuers im Ziel. Grundlegend ist damit die Arbeit der Feuerleitstelle einer Batterie erklärt.
wenn die Feuereinheiten nicht mehr nur das Geschütz oder die Batterie waren, sondern das Bataillon oder das Regiment, so koordinierten die Regiments- oder Bataillonsfeuerleitstellen die Arbeit der Feuerleitstellen der Batterien bei einem Schießen. Soweit zur Arbeit in der Feuerleitstelle einer Batterie. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen einen kleinen Einblick gegeben hat. Wenn Sie mehr über das händische Vermessen, das händische Einrichten und Festlegen und weitere artilleristische Themen wissen möchten, empfehle ich Ihnen die weiteren Videos zur Artilleristik auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.